Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Wir nehmen das mal an. How do humans cope with the loss of memories? Like forgetting someone's birthday? I don't know, it just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... I'm warning you, if you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a Leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well, on a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. So, wir haben leider nicht die nötigen Ressourcen, um eine Ionenbatterie herzustellen. Da fehlt uns nämlich das Gold dafür. Dann sollten wir das gleich machen können. So. Schon wieder aufgeladen. Das Ding lädt ziemlich schnell. So, hoffentlich lässt uns der Penner jetzt dann erstmal ein bisschen in Ruhe. Und hoffentlich finden wir hier bald, was wir brauchen. Finster ist gerade worden, oder? Täusche ich mich da? Was war das denn? Das so lange braucht irgendwie die Beleuchtung zu laden, oder was? Das war ja gerade sehr strange. Wenigstens ist es gerade Tag. Ja, so viel zur Abwärmung, würde ich ja mal sagen, ne? Komm, setz deinen Fuß daher. Ist er schon wieder da, der Penner? Geh weg! Nein, du sollst nicht... Also allzu viel Effekt hat das Ding offensichtlich nicht, ne? Wir werden nonstop angegriffen. Er hört gar nicht mehr auf. So, wenigstens sind wir hier sicher. Hey, ich kann mich an das erinnern. Ich weiß gerade ein bisschen, wo wir sind. Komm, geh auf da. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Oi, da! Das Spiel ist nicht für Jump'n'Run gemacht. Warum macht sie dann sich hier Einlagen? Wir sind schon unserem Ziel schon sehr nah auf jeden Fall.
Ah ja, da sind wir eh wieder. Okay, was habe ich denn damals gemacht? Ich bin doch da rein in die Höhle. Nochmal Silber und Kupfer. Also ihr wisst echt mit Ressourcen zugeschissen, ja. Also vor allem eben gerade Silber und Kupfer. Da oben waren wir gerade. Sieh mal einen an, wer da wieder ist. Wo ist er überhaupt? Also ist er nicht einmal da? Ich sag's euch, das ist so verbuggt einfach. Das ist so extrem verbuggt. Was haben wir hier oben? Noch eine Batterie. Weiße Zeugs, was hier keiner braucht. Was ist denn da hinten? Geht das zur Abwechslung mal wie ein anderer Wäsch oder was? Mir fehlt halt hier leider völlig der Orientierungssinn. Mein prinzipiell ist es ja nicht viel, ja. Es ist ja nur dieses Gebiet hier. Da rein und dann haben wir. Müssen eigentlich hier irgendwo sein gerade. Also das muss halt das große Gebiet da draußen sein, aber. Also dass halt keine richtige Minimap hast, ist gerade jetzt echt schwierig. Reduzierte Angriffe kann ich ehrlich gesagt nicht feststellen. Ich weiß, wir müssen in eine Höhle. Aber nicht die, in der wir vor kurzem gewesen sind. Weiß, dass auch Snowstalker dort gewesen sind. Ah, hier könnten wir richtig sein. Wenn so ein Skelett da ist, dann sind. Oh! Was zum Henker! Also, ich war ja leider. Oh Mann. Ich war leider hauptsächlich in der Nacht unterwegs und habe deshalb natürlich vieles nicht gesehen. Und gefährlicher lebe dann, naja. Naja. Aggressiv und tödlich meiden. Ja. Das trifft vielleicht auf einen Reaper zu. Oder auf die anderen zwei Leviathane, die wir hier noch haben. Aber ganz sicherlich nicht auf ihn hier. Sorry. Er ist einfach nur nervig. Aber wow. Nicht schlecht.
Killen die sich auch gegenseitig, oder wie? Und wenn die auf Geräusche so reagieren, warum reagieren sie dann auf uns? Wir berühren nicht mal den Boden, wenn wir mit dem Bike unterwegs sind. Da sind wir. Da sind wir jetzt. Da sind wir richtig. Da sind wir richtig. Da müssen wir hin. Großer Smaragd da. Hier werden wir hier etwas sehr Interessantes finden. Da liegt nämlich einer drunter. That is a rough way to go. Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. Okay, damit sind wir hier erstmal fertig. Das ist ein Snowstalker. Naja, wie gesagt. Das ist natürlich die blödeste Kombination, dass sich der vom Bike runterschmeißt und einen Snowstalker in der Nähe ist, natürlich killen können. Die sind nämlich wirklich gefährlich. Aber scheinbar nicht mehr hinter uns her. Also das Upgrade für weniger Angriffe bringt gar nichts. Das bringt überhaupt nichts. Lass mich in Ruhe. Vertschüss dich, du Penner. Du machst doch nicht mal deinen kleinen Kinder Angst, bitte. Alter. So weitergeht, muss ich nach einer Mod Ausschau halten, um den zu deaktivieren, weil der ist einfach nur nervig. Das bringt gar nichts. Der bietet dem Spiel null Mehrwert. Der ist weder irgendwie furchteinflößend, so wie ein Reaper oder wie ein Sea Dragon oder wie der Shadow Leviathan oder so. Nichts. Der ist überhaupt nicht furchteinflößend. Er ist auch nicht sonderlich gefährlich. Er ist einfach nur nervtötend. Er ist absolut nervtötend. Das ist das nervtötendste, was in allen beiden Spielen existiert. Und das will schon was heißen. Noch viel nervtötend, das ist diese blöden Lava-Dings. Lava, wer sind die? Keine Ahnung. Komm, ich hab auch so ein Glühmesser. Komm her. Komm. Ich kann das auch. Zupf dich, Alter. Ich habe leider keine Ahnung jetzt, wo dieses Portal ist. Okay, jetzt schon. Wow! Und von wo aus der kommt? Ich meine, das... Das Einzige, was wir mit erreicht haben, ist, dass es episch ausschaut, wenn er da aus dem Boden springt. Aber alles andere ist einfach nur unnötig. Und wie gesagt, das Upgrade funktioniert genau gar nicht. Und das ist ja auch eingebaut, also ja. Es funktioniert einfach nicht, es bringt überhaupt nichts. Der greift mindestens genauso oft an wie vorher. Ja, ciao! Ja, komm mit, geh auch durch das Portal, ha? Such dir irgendeinen anderen Planeten und seid dort deppert. Mann! Wem fällt bitte so etwas ein? Wie...
Hey, wir machen ein Monster, das ist... es ist nicht sonderlich gefährlich, aber es ist halt echt nervig, weil... Wir lassen es den Spieler einfach dauernd von seinem Motorrad stoßen. Die einzige Gefahr ist ein Snowstalker, wenn der dich dauernd runterschmeißt. Ansonsten ist es einfach nur ein riesengroßer Wurm ohne Zähne. So, das schließt für uns die Eiswelt hier natürlich noch nicht ab. Wir haben hier auf dieser Seite noch was zu tun, nämlich... Ja, schön, dass es wieder weg ist. Nämlich irgendwo hier hinten. Genau, da in der Gegend. Da müssen wir durch. Das ist dann hier. Hör auf so zu wackeln hier, Mann. Dann kann er die Karte lesen. Boah. Oh Mann, oh Mann. Das war ja mal anstrengend. Lol, wenn das Ding angedockt ist, kannst du nicht mal die Ding wechseln. Ja, dann halt nicht, ist ja das wurscht. Komm, geh rein da. Boah, ich glaube, wir müssen dort nie wieder hin. Was haben wir hier? Du kommst wieder mit. Dafür bleibst du da. Jo. Schön. Mehr brauchen wir nichts von hier. Wieder unter Wasser. Kuckuck. Warum ist das hier so scheiße gemacht? Runter. So, also, was machen wir als nächstes? Ich würde mal sagen, wir wagen uns weiter in die Tiefe. Das stört die gar nicht scheinbar. Und machen wir sich mehr einmal auf die Suche nach diesen Artefakten. Wobei, da sind welche. Dort ist eins. Schauen wir mal, ob wir da welche finden. Man hat mal keinen Sound mehr, wenn man das Ding auflädt. Oh Mann, das hat ja ganz schön Schaden gemacht. Oh.
Der füllt den hier natürlich nicht auf. Welcome aboard, Captain. So, was brauchen wir für die Ionenzellen jetzt? Gold, Silber und Lithium. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Brauchen wir aber auch Batterien natürlich dafür. So. Ist ja auch voll, oh Mann. Das gibt's ja nicht. Oh gut, wir können ja 2, 3, 4, noch mehr von denen machen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, okay. Mehr Silber. 1, 2, 3. So, wir brauchen zweimal Gummi und zweimal Kabelsatz. Da geht sich leider nur noch ein Kabelsatz hier aus. Oh, wir haben hier noch einen. Gut, aber wir haben einen Gummi. Oh, auch davon können wir noch mehr machen. So. Warum haben wir noch immer so viele Batterien? Oh nein! Man craftet die ja nicht. Ah, man kann ja nicht die Batterien upgraden, sondern man craftet einfach neue. Fuck. Ja, okay, Hauptsache wir sind das hier los. Immerhin, ja, also. Da haben wir einen ganzen Haufen Batterien, die keiner braucht. Und wir sind mal wieder hier voll. Aber wir können ja mehr Glas herstellen, das wir eh brauchen. Wir nehmen am besten gleich mal alles Mögliche mit, was wir so für eine neue Basis brauchen werden. Inklusive alles für einen Bioreaktor. Weil da, wo wir jetzt hingehen, gibt es ganz sicherlich kein Sonnenlicht. Warte, was brauchen wir für den? 3 Titan-Kabelsatz. Verdammt! Und schon sind die Ressourcen wieder weg. Ne? Also da an der Oberfläche hat es ziemlich viel Silber gegeben. Ne? Aber ja. Naja, vielleicht gehen wir ja da nochmal hin oder mache ich das offscreen oder so, keine Ahnung. Ja, das ist schon sehr nervig immer dann. Oh, der Part ist ja auch schon längst zu Ende. Freunde, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.